Ihr habt einige Fragen zu dem Twinscape-Experiment in den letzten Videos aufgeworfen und die möchte ich zuerst einmal mit euch klären, bevor es mit dem Experiment weitergeht. Hey Leute, hier ist wieder Tobi von AquaOwner, dem deutschen Aquascaping-Kanal. Hier erfährst du alles über Aquascaping und die Aquaristik, damit du mehr Spaß mit deinem eigenen Aquarium hast. Ich möchte mit dir einmal die genaue Methodik für das Twinscape und den Vergleich Kies gegen Soil durchgehen, weil ich glaube, vielen ist die exakte Fragestellung nicht ganz klar und ich möchte, dass wir alle auf dem gleichen Level sind, damit auch vollkommen klar ist, worum es in diesem Experiment geht, was man damit testen kann und was man eben auch nicht damit testen kann. Deshalb zuerst einmal, was ist denn die grundlegende Fragestellung überhaupt? Die ganz grundlegende Frage, die ich mir mit diesem Experiment stelle, ist, worin wachsen Pflanzen besser? In Kies oder in Soil? Und die Hypothese, die dahinter steht, ist, dass Soil durch den höheren Nährstoffgehalt zu einem besseren Pflanzenwachstum führt. Soweit erstmal zur Grundlage. Gleichzeitig kann unabhängig davon getestet werden, wie sich das auf unterschiedliche Pflanzen auswirkt. Deshalb wurden ja 9 verschiedene Pflanzen in den verschiedenen Schwierigkeitsstufen in beiden Becken eingesetzt. So kann also auch getestet werden, bei welcher Pflanze welcher Bodengrund welche Vor- oder Nachteile hat. Als nächstes kommen wir dann zum grundsätzlichen Aufbau, zur grundsätzlichen Methodik. Ganz, ganz wichtig hier für einen wissenschaftlich haltbaren Vergleich ist, dass das, was ich testen möchte, so unabhängig wie möglich von allen anderen Variablen ist. Das heißt, mein Setup, mein Experiment muss so aufgebaut sein, dass mein Testobjekt, in dem Fall der Bodengrund, die einzige Variable ist, die sich unterscheidet in diesen beiden Aquarien. Daraus ergibt sich eben, dass beide Becken so betrachtet werden müssen, dass sie exakt identisch sind, bis auf den Bodengrund. Du kannst dir das so vorstellen, dass du dir beide Aquarien so vorstellst, als wäre dort kein Bodengrund drin und dann sind beide Aquarien zu 100% identisch. Und erst wenn der Bodengrund eingefüllt wird, dann haben wir die eine Variable, die wir hier überprüfen wollen. Daraus ergibt sich auch bereits, warum kein Nährboden unter dem Kies verwendet wurde, was viele von euch bemängelt haben, dass man das ja so nicht machen würde. Das kann ich verstehen, aber für einen wissenschaftlich haltbaren Vergleich ist es nötig, dass ich eben meine eine Variable unabhängig von allem anderen betrachte. Wenn ich Kies plus Nährboden verwendet hätte, könnte ich am Ende nicht sagen, auf was welcher Effekt zurückzuführen ist, auf den Nährboden oder auf den Kies als Bodengrund. Deshalb darf hier nur eine einzige Variable betrachtet werden. Ansonsten wäre die Fragestellung eine andere gewesen. Ansonsten hätte meine Fragestellung sein müssen, welcher Bodengrundaufbau ist besser geeignet. Aber dann ist eben wieder das Problem, auf was führe ich das zurück? Ich kann dann kein verlässliches, eindeutiges Ergebnis am Ende daraus ziehen. Mir ist sehr wichtig, mit solchen Vergleichen da so wissenschaftlich, wie es mir hier möglich ist, ranzugehen. Um nicht einfach nur zu sagen, ich habe das ausprobiert und das kommt dabei rum. Das kann jeder behaupten. Sondern ich möchte, dass das nachvollziehbar ist. Ich möchte, dass das zumindest grundlegenden wissenschaftlichen Standards hier genügt. Und deshalb muss ein Vergleich und muss ein Experiment so haarscharf präzisiert werden, dass man jetzt in diesem Fall eben wirklich erstmal nur sagen kann, Kies, Soil, mehr nicht. Was bedeutet das jetzt für die konkrete Methodik? Die konkrete Methodik kann deshalb nur so sein, dass alle von außen zuzuführenden Elemente in beiden Aquarien identisch zugeführt werden. Denn, wie gesagt, stell dir vor, es wäre kein Bodengrund in den beiden Aquarien und sie müssen hundertprozentig gleich sein. Das geht nur, wenn dann in beiden Aquarien auch die gleiche Menge CO2 zugeführt wird, die gleiche Menge Licht zugeführt wird und die gleiche Menge Dünger zugeführt wird. Alles, was von außen reinkommt, muss in der identischen Menge zugeführt werden. Ansonsten habe ich wieder unterschiedliche Variablen und ich kann nicht mehr mein verlässliches Ergebnis alleine auf den Bodengrund zurückführen. Es geht also explizit nicht, dass ich die beiden Aquarien unterschiedlich dünge, mit unterschiedlichen Nährstoffgehalten, beziehungsweise mit dem gleichen Nährstoffgehalt, aber dann unterschiedlichen Düngemengen. Denn dann habe ich Störvariablen, die ich nicht rausrechnen kann, wo ich nicht sagen kann, wo genau kommt jetzt welcher Effekt her. Das kann ich nur dann machen, wenn alles, was auch von außen zugeführt wird, exakt gleich ist. Denn die Fragestellung ist eben nicht, wie kann ich eventuelle Nachteile des einen Bodengrundes ausgleichen. Das wäre dann nämlich genau die Fragestellung, die man hätte, wenn man sagt, ich dünge auf identische Zielwerte in beiden Aquarien. Die Fragestellung ist eben, welcher Bodengrund hat welchen Vor- oder Nachteil. Der aktuelle Stand ist jetzt so, dass wir uns jetzt hier am Ende der Woche 3 befinden und bisher wurden beide Becken nicht gedüngt. Das heißt, wir können bis jetzt auf jeden Fall auch schon das Zwischenfazit ziehen, dass Soil bisher ohne Düngung natürlich einen Vorteil bietet, was man im Pflanzenwachstum deutlich sehen kann. Dadurch, dass wir jetzt aber dann auch in beiden Aquarien ab jetzt mit der Düngung starten, können wir diesen Vergleich jetzt sozusagen aufs nächste Level hieven und
damit dann aber eben auch dafür sorgen, dass es die ganze Zeit vergleichbar bleibt, wenn wir jetzt mit der identischen Düngedosis in beiden Aquarien starten. Wie gefällt dir das Video bisher? Kannst du diese Methodik nachvollziehen oder ist da für dich irgendwas noch unklar? Wenn dir das Video gefällt, gib ihm doch bitte einen Daumen nach oben und vergiss dir diesen Kanal zu abonnieren, damit du auch in der Zukunft kein Video verpasst und ich dich auf deinem Weg zum besten Aquarium begleiten kann. Das konkrete Vorgehen, wie sieht es also jetzt aus? Wie gesagt, Ende Woche 3, das bedeutet, wir fangen jetzt an, die Lichtdauer auch auf die finalen 8 Stunden pro Tag zu erhöhen. Das wird jetzt heute geschehen. Das heißt, ab heute laufen beide Becken, die auch mit der gleichen Lampe betrieben werden, mit jeweils 8 Stunden pro Tag. Das CO2 wird jetzt in beiden Aquarien wieder mit der gleichen Blasenzahl zugegeben. Ich habe das in dem letzten Update, in dem Update nach 2 Wochen, habe ich dir ja mitgeteilt, dass das Aquarium mit Zoll mehr CO2 verbraucht und ich deshalb die CO2-Menge in dem Aquarium erhöht habe, um auf das gleiche Niveau zu kommen. Wenn ich aber auch jetzt selber rekapitulierend daran gehe und diese Methodik so sauber wie nur irgendwie möglich behalten möchte, dann muss ich es so betreiben, dass auch in beide Aquarien, wie auch vorhin schon gesagt, die gleiche Menge CO2 von außen zugeführt wird. Und das bedeutet, ich stelle das Ganze wieder um auf die gleiche Blasenzahl, damit eben die identische Menge CO2 in beiden Aquarien landet, um damit eben wieder diese Ausschließbarkeit zu gewährleisten, dass es nur noch um den Bodengrund geht. Auch das wird ab heute wieder geschehen. Und dann starte ich heute mit der Düngezugabe und ich nutze dafür im Grunde das Estimative Index Düngesystem. Wir haben hier also zwei Dünger. Wir haben einmal den Aquarebel Micro Basic Eisen und wir haben den Aquarebel Estimative Index als NPK-Dünger. Der Micro Basic Eisen wird jetzt jeden zweiten Tag mit 0,5 Millilitern pro Becken hinzugegeben und der Estimative Index NPK wird ebenfalls jeden zweiten Tag alternierend, also einen Tag Eisen, einen Tag NPK, einen Tag Eisen, einen Tag NPK, genauso wie es übrigens halt die Estimative Index Methode vorsieht, mit jeweils 3 Millilitern pro Becken hinzugegeben. Damit haben wir also auch den genau gleichen Nährstoffeintrag pro Aquarium. Was jetzt noch zusätzlich geschieht, mir wurde die Möglichkeit angetragen, meine Wasserwerte in einem Labor analysieren zu lassen, sodass ich nicht selber hier die Tests vornehme, bei denen ich ja durchaus auch Fehler machen könnte, sondern dass ich Wasserproben nehme und die im Labor analysiert werden und dann eben auch nicht nur auf die Nährstoffe, die für uns interessant sind, sondern auf alles Mögliche. Und genau das habe ich jetzt heute auch gemacht. Ich habe, bevor ich das erste Mal mit der Düngung gestartet habe, jetzt einmal eine Wasserprobe aus beiden Aquarien genommen, die jetzt ins Labor geschickt werden und dort einmal komplett durchgecheckt werden. Das heißt, wir bekommen im nächsten Update dann die Ergebnisse, wie die Werte in beiden Aquarien waren, bevor gedüngt wurde, nach jetzt 3 Wochen Standzeit. Wir machen das Ganze dann noch mindestens 2-mal, einmal so in der Mitte und einmal so gegen Ende des Experiments, um dann auch zu sehen, wie sich die Nährstoffe weiter verändern und wie da die Unterschiede sind. Denn diese Unterschiede kann ich dann, wenn ich ja genau weiß, wie viel Nährstoffe ich in mein Aquarium eingetragen habe, weil die Düngemenge identisch ist, kann ich diese Unterschiede rausrechnen und damit zurückrechnen, wie viel Nährstoffe tatsächlich auch in absoluten Zahlen vom Soil abgegeben werden. Das ist jetzt also die Methodik und die Arbeitsweise, wie genau dieses Experiment fortgeführt wird, um zu dem Ergebnis zu gelangen, was am Anfang Hypothese und Fragestellung dargelegt hat. Das Ganze kann dann aber im Anschluss in einem neuen Experiment natürlich ergänzt werden auf die Fragestellung, die am Anfang auch schon aufgekommen ist, nämlich dass man beide Aquarien auf die gleichen Nährstoffwerte hieft, um dann zu gucken, wie viel mehr Nährstoffe oder wie viel mehr Dünger im Endeffekt verbraucht denn das Becken mit Kies, um auf ein gleiches Niveau zu kommen und vor allem, um aber auch die Frage zu klären, macht es einen Unterschied, wenn ich im Aquarium gleiche Nährstoffniveaus habe, ob die Nährstoffe an die Wurzeln kommen mit dem Soil oder ob sie nur über die Wassersäule kommen in dem Becken mit Kies. Aber wie gesagt, das ist eine komplett andere Fragestellung, die eine andere Methodik und eine andere Vorgehensweise erfordert und das muss ein separates Experiment sein und kann dann nur im Anschluss an dieses Experiment aufgezogen werden und dann auch nur, indem beide Becken nochmal wieder komplett neu aufgebaut werden.